Hallöchen, willkommen zu meiner Rache des Subs. Es ist schon Mai und ich erzähle euch, was ich im Mai so auf meiner neuen Liste stehen habe, um sie entweder im Mai, im Juni oder im Juli zu lesen, die Bücher. Teilweise passen die eigentlich auch ganz gut in den Sommer, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, dazu kommen wir noch. Wir starten mal mit einem Buch, das tatsächlich aus 2016 bei mir noch ist. Unfassbar. Vor allem, wenn ich sehe, was für ein Buch es ist. Es ist von Stephen Fry, Feigen, die Fusseln. Entfessle den Dichter in dir. Vielleicht kennt der eine oder andere Stephen Fry als Sprecher der englischen Harry Potter-Aufgaben, so wie man einfach oft auch. Es gibt halt nicht. Oh, wie heißt er denn jetzt? Das gibt halt nicht. Also Stephen Fry spricht die englischen Harry Potter Ausgaben und macht das, finde ich, auch ganz gut. Es ist natürlich schon was anderes als unseren... Ey, der Name ist weg, ne? Ihr wisst schon. Ich blende ihn euch hier... Das gibt's nicht. Mir fällt jetzt erst auf den Namen nicht ein, der Harry Potter spricht. Gut, also, es geht hier ja um dieses Buch. Nicht um Harry Potter. Dieses Buch habe ich mir nämlich gewünscht, das weiß ich noch. Warum habe ich das im Mai gekriegt? Zu Pfingsten? Habe ich zu Pfingsten ein Buch gekriegt? Vielleicht. Oder ich habe es irgendwie falsch aufgeschrieben und ich hätte es im April eigentlich schon gekriegt, zu Pfingsten, zu Ostern. Egal. Also, ich habe dieses Buch auf jeden Fall bekommen, 2016. Da steht hinten drauf, endlich ein neues Buch. Darf man eben gucken, ob es überhaupt aus 2016 ist. Naja, fast. Ganz ursprünglich erschienen ist es 2005. Das war einfach vor 16 Jahren. Ernsthaft. Und im Deutschen erschienen ist es 2008. Das gibt's nicht. Gut, also endlich ein neues Buch. Wer es noch nicht weiß. Ja, es geht um den schon durchaus humorvollen Stil von Stephen Fry und eben ums Dichten, um Gedichte, um Poesie, um Sprache. Und ich habe mich damals, das weiß ich noch richtig gut, sehr darauf gefreut. Ja, vor 5 Jahren. Naja, ich darf mich jetzt nochmal darauf freuen, denn ich lese es jetzt, hoffe ich zumindest. Und ich werde mich hoffentlich auch ganz daran erfreuen. Ich hatte es ganz, ganz lange Zeit mal bis irgendwo hier gelesen. So um die 60 Seiten, 50, 60 Seiten. Hatte ganz lange hier ein Lesezeichen drin. Habe so auch mit umgezogen und so weiter, was völlig bescheuert war, weil da wusste ich auch schon längst nicht mehr, worum es ging in den ersten paar Seiten. Ja, also es ist so ein Stück weit Wissen drin, aber ich glaube, es ist schon einfach auch sehr unterhaltsam geschrieben. Meines, soweit ich es noch weiß. Hinten drauf steht, endlich ein neues Buch vom englischen Filmstar und Kultautor. Mit Stephen Fry können Sie die unvergleichlichen Freuden von Suffischer Ode und italienischem Sonett entdecken. Mit sprühendem Witz enthüllt Alleskönner Fry einen wahren Wissensschatz der Poesie. Nach der Lektüre des zweifellos besten Lehrbuchs der Welt können auch Sie als Dichter glänzen. Weit mehr als ein gründlicher und verbindlicher Ratgeber, Frys Buch ist ein leidenschaftlicher und relevanter Beitrag zur Sache der Dichtung. Und eine idiotensichere Fibel über das Schreiben von Poesie. Vielleicht kann ich dann wieder mit Worten umgehen und ein bisschen besser sprechen, vielleicht auch dichten. Ich freue mich eigentlich sehr darauf, dass ich jetzt nochmal gezwungen werde, dieses Buch zu lesen, weil es schon... Ja, ich möchte es lesen. Ja. So, und die restlichen 3 Bücher sind aus 2017. Diesmal ist kein Buch aus 2018 dabei. Aus 2017. Nicholas Sparks, Wie ein Licht in der Nacht. Es gibt garantiert einen Film dazu, den kenne ich, glaube ich, noch nicht. Ich weiß gerade auch noch gar nicht mehr, warum es geht. Ich glaube, ich weiß aber noch, wo ich es gekauft habe. Ich glaube noch, ich weiß noch, in welchem Laden. Und zwar... Aber es sieht gar nicht so aus. Sieht gar nicht aus wie so ein Leseexemplar-Ding. Nicht Leseexemplar, Mängelexemplar-Ding. Reden kann ich heute nicht mehr. Das ist ein tolles Vorzeichen. Hinten drauf steht, in der dunkelsten Stunde ist Liebe die einzige Zuflucht. Niemand im Küstenort Southport weiß, wer die neue Einwohnerin Katie ist und woher sie kommt. Sie lebt völlig zurückgezogen und vermeidet jeden Kontakt mit anderen. Erst dem jungen Witwer Alex, der 2 kleine Kinder hat, gelingt es langsam, ihr näher zu kommen. Doch Katie hütet ein dunkles Geheimnis. Wird sie für die Liebe alles aufs Spiel setzen?
Nicholas Sparks schreibt stilsicher, glaubhaft und voller Wärme. Ich glaube, Sparks Bücher sind irgendwie bekannt, ne? Das ist jetzt nicht so was ganz Neues, dass es um die Liebe geht, dass es oft um Dramatik geht, um schlimme Schicksale durchaus auch mal geht, um verworrene Konstellationen geht. Das ist alles nichts Neues und ich freue mich aber darauf, weil ich weiß gar nicht, wann ich den letzten Nicholas Sparks gelesen habe. Ich überlege gerade, ob ich schon mal einen richtigen Nicholas Sparks gelesen habe oder nur die Filme kenne. Ich freue mich sehr darauf. Bin natürlich ein bisschen irritiert, weil die Einwohnerin Katie heißt und der Witwer heißt Alex. Und in meinem Lieblingsbuch heißt der männliche Hauptpart Alex und die Tochter von der Hauptprotagonistin heißt Katie. Das wäre ein bisschen merkwürdig hier. Aber gut, ich bin gespannt darauf. Ebenso gespannt bin ich auf diese beiden Bücher. Das hier zuerst. Beide von Katharina Herzog. Immer wieder im Sommer. Katharina Herzog ist ja auch Katrin Koppold oder... Ich glaube, sie hat noch ein offenes Pseudonym. Das zweite Buch, das da erschienen ist, heißt Zwischen dir und mir das Meer. Das erste, vielleicht erinnert sich noch manch einer, wäre ja spannend. Das erste habe ich signiert hier. 6.5.17 ist es signiert worden, aber es wurde mir zugeschickt, also es war nicht persönlich vor Ort. Für 2017 eigentlich kurios, ne? Gut. Und da geht es um... Zweimal hat Anne ihr Herz verloren, einmal an Max, doch die Ehe ging vor 5 Jahren übel in die Brüche. Und dann war da Jan, die unvergessene Liebe eines Jugendsommers. Schon lange fragt sie sich, was aus ihm geworden ist. Als sie erfährt, dass er auf Amrum wohnt, beschließt die einst so vernünftige Anna, spontan mit ihrem VW-Bus gen Küste zu fahren. Doch dann meldet sich ihre Mutter, zu der sie seit 18 Jahren keinen Kontakt mehr hatte, mit schlimmen Nachrichten und einer großen Bitte. Am Ende sitzen nicht nur Anna und ihre Tochter, ihre Mutter, zusammen im Auto, sondern auch ihre beiden Töchter und Max. Das klingt nach einer großen Truppe. Da ist für mich ein bisschen die Frage, ob das auch allen Personen gerecht wird. Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht kennt ihr mich schon so lange. Das wäre echt faszinierend. Schreibt bitte, bitte gerne, wenn ihr mich schon so lange kennt, dass ihr mich in genau diesem Kleid kennt, dass ich dieses Buch hier auch verlose. Das habe ich nämlich mal getan. Und ja... Also ich weiß noch, dass ich das Kleid anhatte, kurioserweise. Warum weiß ich sowas noch? Und genau, das ist eben das erste Buch. Aus irgendeinem Grund habe ich mir gedacht, ach ja, habe ich das erste schon nicht gelesen, konnte ich das zweite kaufen. Macht mir anscheinend so. Huch, da ist noch ein Lieferschein drin. Das ist ja abgefahren. Aber der ist von 2018, fällt mir auf. Dann habe ich da wohl nicht ordentlich recherchiert, wann das eingezogen ist. Ja, das ist von 2018. April 2018. Also müsste ich das eigentlich früher lesen. Egal, ich werde es als zweiten Teil und lese es zu dem ersten. Naja, ist ja meine Sache, ne? Mein Kanal, meine Regeln. Oder so ähnlich. Ja, bisher haben sie mich ja auch noch nicht so richtig angezogen und ich weiß nicht warum. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limoncello daraus. Lena führt ein zurückgezogenes Leben auf Amrum. Ah, da haben wir die Insel wieder. Sie sammelt Meerglas am Strand, das sie zu Schmuck verarbeitet. Damit möchte sie sich etwas von dem zurückholen, das ihr die See einst genommen hat. Vor fast 20 Jahren ist Lenas Mutter, eine gebürtige Italienerin, morgens zum Schwimmen gegangen und nie zurückgekehrt. Als Lena eines Tages auf dem Heimweg den Italiener Matteo trifft, knistert es überraschend heftig zwischen den beiden. Aber am nächsten Morgen ist Matteo ohne ein Wort des Abschieds fort. Er hat eine Mappe zurückgelassen, in der Lena Fotos ihrer Mutter Mariella als junge Frau findet. So strahlend, wie Lena sie nie erlebt hat. Zusammen mit ihrer Schwester Zoe reist Lena an die Amalfi-Küste, um etwas über die geheimnisvolle Vergangenheit ihrer Mutter zu erfahren und um Matteo, den Mann mit den meergrünen Augen, wiederzusehen. Ja, sehr spannend. Es spielt immer Wasser eine Rolle, anscheinend Küste oder See oder Meer oder Strand oder Insel. Und anscheinend auch immer eine Reise. Warte mal, wo reisen sie hin? Achso, zur Jugendliebe. Und da zu dem Matteo. Okay, ich bin gespannt. Klingt, wie gesagt, beides eher sommerlich, eher Frühling-Sommer-Aufbruchstimmung. Finde ich ja gut, dass ich solche Bücher jetzt auch habe, die ich lesen darf. Nicht muss, lesen darf. Und ja, freue mich sehr darauf eigentlich. Andererseits, ja, bin ich gespannt nach wie vor, was daraus wird aus diesem ganzen Projekt, weil ich, wie gesagt, auch schon wieder hinterher hinke und weiß, wie viel ich für den März vorgestellt habe. Wenn ihr das nicht mehr wisst, guckt euch gerne die Rache nochmal an. Legendär quasi. Ich kann aber versprechen, es war nicht die einzige mit so vielen Büchern. Und jetzt eben nur 4 Bücher eigentlich, aber ja, wer den Lesemonat schon gesehen hat, der weiß vielleicht auch, dass ich
ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt noch geschafft habe zum Schluss oder eben nicht. Das Buch für Februar, das ich im Februar vorgestellt habe. Es war ein Buch und das nicht geschafft habe zu lesen. In 3 Monaten. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr bleibt es auch und seid irgendwie. Ihr fühlt euch nicht so alleine mit einem großen Sub oder mit der Rache, wenn ihr auch die Rache macht und euch anschaut, was ihr schon sehr lange bei euch stehen habt und was endlich mal gelesen werden sollte. Bin noch motiviert, das alles zu schaffen. Und wenn nicht, dann wisst ihr ja hoffentlich auch, dass ich ansonsten Geld sammeln und Geld spenden werde. Das alles erkläre ich aber gerne auch nochmal dann, wenn es weitere Bücher vorzustellen gibt aus der Rache, beziehungsweise ich welche nicht geschafft habe, weil dann erkläre ich immer noch mal kurz das Konzept, was dann passiert. Das war's von dieser Stelle, in dem Moment jetzt hier von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, genießt das Wetter, lest gute Bücher und bleibt vor allem gesund. Tschüss!